begrüße Sie ganz herzlich im Namen von der Trägerschaft vom Solothurner Unternehmerpreis. Das ist die Solothurner Handelskammer, der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband und der Regierungsrat vom Kanton Solothurn. Ich sehe, das Geheimnis lüftet. Es tut sich in den nächsten paar Minuten. Wisst ihr alle, und das ist immer schön an diesem Solothurner Unternehmerpreis, es weiss niemand, es wisst ich weiss. Und Simon weiss es, die Preisträger, die Jury weiss es, das ist ein kleiner Kreis und die halten alte dicht. Das ist wirklich nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Dass er aus Gewicht vom Preis erkennt. Die Kultur, wo kommt die her? Das weiss ich noch nicht, weil ich erst heute gesehen habe, wie die aussieht. Der Solothurner Unternehmerpreis ist nicht nur eine schwere Skulptur vom Solothurner Künstler Jean Moboulès. Sondern, wir haben es gehört, der Preis, der sucht Perlen vom Kanton. Der Preis ist ganz klar ein Zeichen für Unternehmen, die besonders leuchten. Wie das halt so ist, wenn die Perlen verteilt sind, muss man halt den Scheinwerfer einmal von dieser Seite heran und dann von dieser Seite. Und die unternehmerische Leistung ist ja nicht unabhängig von der Größe, sondern eine unternehmerische Leistung ist eine unternehmerische Leistung. Also heute bin ich schon ein bisschen stolz. Das ist die solothurnische Bescheidenheit. Ein bisschen stolz. Ich bin also begeistert von diesem Anlass. Das tut uns allen Solothurner tut das gut. Das Ganze ist wie ein Klassentreffen von der Wirtschaft. Ich hole mir hier immer die Motivation zum Weitermachen. Da wird ein bisschen zusammengehebt auch. In den Wirtschaftskreisen, in den Gewerbkreisen. Jeder freut sich auch für den anderen, wenn er einen Preis gewinnt und wenn es ihm gut geht. Manchmal überlegt man sich schon im Vorfeld, wer kann den Preis gewinnen aufgrund des Themas. Und es gibt immer wieder Überraschungen. Und was eigentlich noch viel wichtiger ist, man wird aufgenommen in die grosse Solothurner Unternehmerpreisfamilie. Und wir tragen auch die Flagge des Kantons hinaus in die weite Welt. Ich wünsche dem Solothurner Unternehmerpreis, oder ich hoffe, aber eigentlich weiss ich es, dass wir weiterhin alle Jahre ein Unternehmen auszeichnen können, das wie eine Leuchtturmfunktion in unserem Kanton haben.